Recon ausgeschaltet. Falsch geblendet, Bedrohung neutralisiert. Der ist erledigt. Er ist tot. Yo Leute, heute in Call of Duty Bio 4 sprechen wir über die Reaktivtarnung von der MX-9 und natürlich auch noch über die Meisterhandwerkswaffentarnungen, die ihr bei Signaturwaffen bekommen könnt. Unter anderem wisst ihr Bescheid, die Patriot ist eine Vorbestellerwaffe, die wir hier erhalten haben fürs Vorbestellen über 100 Euro. Natürlich in Call of Duty Bio 4 gibt es weitere Waffen, die ihr freischalten könnt, über den Schwarzmarkt oder durch spezielle Aufgaben oder durch spezielle Events. Natürlich einige Waffen haben eine richtig coole Tarnung, sogenannte Reaktiv- und Meisterhandwerkstarnungen. Die könnt ihr freischalten durch spezielle Aufgaben, die Volltreffer machen, Königsmörder, Abschlussketten und vieles weitere mehr. Dadurch habt ihr nochmal eine neue Waffentarnung, die sich im Spiel verändern kann. Ähnlich wie halt leuchtende animierte Waffentarnungen, die ihr aber trotzdem nochmal modifizieren könnt. Unter anderem bei Gold durch einen Triple oder Multikill ändert sich nochmal die Farbkraft von der Goldtarnung. Außerdem bei der Diamanttarnung ändert sich die Farben für jeden fünften Kill, bis ihr dann einen Regenbogeneffekt habt bei Unaufhaltsamen. Natürlich auch weitere Waffentarnungen wie dunkle Materie. Für jeden Kill wird die Waffe immer heller und heller und heller. Und am Ende erhält ihr dann die dunkle Materie-Tarnung. Natürlich gibt es auch hier Signaturwaffen, die ganz individuelle Waffentarnungen haben. Wie bei der Vorbesteller-Waffenvariante von der MX-9 namens Patriot. Hier im heutigen Gameplay auf dem Map Nuketown erfährt ihr ein paar Waffentarnungen. Wie ihr schon mitbekommen habt, die Waffe ändert sich andauernd. Für Rächerabschüsse erhält ihr eine rote Flammentarnung mitten in den schwarzen Körper. Natürlich das gleiche nochmal in weiß und lila, für den Königsmörder, für außerdem nochmal Vergeltung und für Spielverderbe bekommt ihr nochmal weitere Tarnungen. An sich richtig cool gemacht und ihr müsst die Waffe erstmal freischalten. Dadurch braucht ihr erstmal hier 100 Volltreffer pro Waffe oder die 100 Tötungsabschüsse bei Scharfschützengewehren und Schrotflinten. Dadurch erhält ihr nochmal die neue Waffentarnung reaktiv. Natürlich bei der Waffenvariante habt ihr keine Vorteile. Die Waffe hat ein neues Design, hat nochmal individuelle angepasste Eigenschaften, hat nochmal Anhänger dran, Glücksbringer noch an der Waffe dran oder ähnliches oder hat halt nochmal einen anderen Waffendesign. Im allgemeinen Sinne eigentlich nur die gleichen Waffen, gleiche Statistik, keine Vorteile, keine Nachteile, nicht wie ein IW oder AW. Man kann es vergleichen mit Volta 2, wo die Waffen nochmal doppelte EP bringen, hier aber leider ohne. Der einzige Unterschied wäre ein neues Waffendesign und Waffenlackierungen, die bekommen wir natürlich wieder mal durch Aufgaben, die nochmal Punkte bringen. Bedeutet 5000 EP bekommt ihr auf jeden Fall locker durch die Waffentarnungen. Aber mehr bringt euch die Waffe leider nicht. Die Waffen erhält ihr natürlich, wie bereits erwähnt, auch bei den Vorräten. Wenn ihr etwas Glück habt, könnt ihr in den Vorräten beim Schwarzmarkt neue Waffen bekommen. Die Chance ist natürlich relativ gering. Deswegen bedeutet das auch lange warten, viel Geduld haben. Ich hoffe mal, das System wird sich noch ändern. Denn momentan hier im Anfangsstadium von BO4 haben wir sehr viele Probleme leider. Wir brauchen Ewigkeiten, bis wir die neuen Waffen bekommen. Und wirklich nervig, weil wenn man jetzt gerne jede Waffe mit einer Meisterhandwerkstarnung haben möchte, müsste man echt lange warten. Ich vermute mal, die Entwickler haben noch nicht jede Waffe hier gemacht. Oder die sind sehr sparsam hier mit der Arbeit und machen leider nicht viel. Finde ich leider ein bisschen schlimm, aber naja, keine Ahnung, anderes Thema. Natürlich die Meisterhandwerkstarnung. Die erhält ihr dann nochmal nach der nächsten Aufgabe. Bei der Patriot unter anderem müsst ihr hier Rächer, Königsmörder, Spielverderber oder halt die andere Medaille für Geltung machen. Nach nur nochmal 50 weitere Abschlüsse, egal wie ihr die macht, dann erhält ihr Meisterhandwerk. Im nächsten Gameplay präsentiere ich gerne nochmal die Meisterhandwerkstarnung hier auf der Map Nuketown. Natürlich eine coole Tarnung auch mit einem Adler drauf. Für jeden Kill, den ihr macht, fängt er an zu leuchten und immer heller und immer heller und immer schöner. An sich hat jede Tarnung natürlich seine eigene Art. Und ich denke mal, in BO4 das System ist relativ gut gemacht. Die MX-9 an sich ist auch eine coole Waffe mit einer hohen Waffenkraft. Natürlich für eine Maschinenpistolen höchste Waffenschaden, beste Mannstoppwirkung, man hat noch Schnellfeuer drin, Großkaliber, panzerbrechende Kugeln, lange Lauf und vieles weitere mehr. Natürlich eine gute Waffe für jede Distanz, da ihr auch viele gute Aussätze habt für erhöhten Waffenschaden. Natürlich hat die Waffe einen kleinen Haken, ihr macht gerne trotzdem sehr viele Hitmarker. Maschinenpistolen sind allgemein relativ schwach hier in BO4. Im Vergleich mit anderen Teilen hätten die ruhig ein bisschen stärker machen können. Aber ein Quadfeed, Multi-Abschuss und vieles weitere mehr auch total einfach.
Mir fehlt leider hier noch Magazinerweiterung, eine richtige. Wir haben ja leider nur hier Hybridmagazin, aber es lohnt sich auch unnormal für die Waffe. Das ist echt eine Top-Waffe, auch für Nuketown, da ihr sehr schnell viele Kills machen könnt. Auch gerade nach Neuspawn, einfach reingehen, einen Double-Kill nach dem nächsten machen. Und natürlich mit den richtigen Spezialisten, auch eine gute Wahl. Ich finde an sich die Waffenhandlung relativ cool, aber leider wahlen wir ja immer durch jeden weiteren Königsmörder unnachgiebig Kill oder was auch immer hier in der neuen Tarnung bekommen. Naja, keine Ahnung. Gefällt mir gerade nicht gut. Ich würde es besser finden, wenn man hier wirklich nach einem Königsmörder, Vergeltungsmedaille, Rächeabschluss oder halt nach der Spielverderbermedaille auch die Tarnung behalten könnte und man die auch wählen könnte im Menü. Leider ist das nicht möglich, gleich wie bei den anderen Tarnungen. Naja, finde ich ein bisschen blöde, aber dafür finde ich die Tarnung hier richtig geil. Meisterhandwerk für die MX9. Dort könnt ihr für jeden Kill, den ihr macht, nochmal eine neue Waffenlackierung bekommen, die ihr nochmal mehr leuchtet. Der Adler, der da drauf gedruckt ist, ist natürlich dann noch cooler. Die Augen fangen an zu leuchten, die Waffe leuchtet unnormal hell, wird immer cooler und immer cooler und immer cooler. Natürlich mit einem kleinen Haken. Im Vergleich mit anderen Waffenlackierungen ist die Lackierung nicht dermaßen hell, nicht dermaßen schön. Dafür habt ihr noch einen Anhänger dran, noch eine Veränderung an der Waffe und vieles weitere mehr. Allgemein neues Waffendesign. Und ja, erinnert er mehr an eine AR, wenn man hier auch noch einen langen Lauf drin hat. Und nochmal Großkaliber, dann sieht die auch aus wie eine ICR oder wie eine BAL von Call of Duty BO4. Würde ich jetzt mal behaupten, ist es eigentlich die coolste Waffenlackierung, weil ihr müsst nicht viel machen. Normale Waffenlackierungen könnt ihr normal drauf machen, man hat keine Vorteile, keine Nachteile. Ganz normales Waffendesign. Diamant natürlich, man muss blutrünstig machen, gnadenlos und immer höher und immer höher. Wird man nicht jede Runde erreichen. Die Tarnung ist aber cool für jedermann, weil ihr müsst einfach nur Kills machen, egal ob Tode, wie viel ihr auch immer gerne machen wollt. Ihr könnt gerne hunderte Male drauf gehen. Trotzdem wird die Waffentarnung immer cooler werden. Ich vermute mal, ein paar weitere Waffen, wo ihr Volltreffer machen müsst oder halt nochmal Vergeltungsmedaillen, sind natürlich da auch gut geeignet, aber die Waffenlackierungstypen sind die coolsten eigentlich, finde ich. Weil für jeden Kill erhält ihr nochmal eine schönere Tarnung. Natürlich auch, wenn das jetzt nicht dermaßen auffällig ist, man hat trotzdem hier eine schöne Waffe am Ende. Meisterhandwerk an sich ist eigentlich immer eine coole Waffentarnung. Ihr bekommt nochmal EP dafür und ihr habt nochmal eine schönere Waffe in der Hand, die aber euch leider nicht viel bringt. Ich verwende eigentlich relativ selten diese Waffenvarianten, weil ich habe keine Vorteile dadurch. Normale Waffendesigns haben manchmal ein besseres Iron Sight. Natürlich das Standardvisier bei einigen Waffen ist dermaßen erschreckend. Bei der KKS unter anderem kann man nicht gut treffen, aber mit der taktischen Einhornwaffenvariante, naja, sieht merkwürdig aus. Ist extrem eigenartig, aber eine coole Waffe, weil dadurch habt ihr nochmal mehr Genauigkeit. Da euer Iron Sight an sich viel besser und genauer ist, der braucht auch kein Visier mehr raufmachen. Und an sich habt ihr dann eine gute Waffe. Bei der MX9 finde ich, da wurde nicht viel geändert. Außerdem ist halt der Anhänger dran. Der Waffenaufbau sieht mir aus wie ein Sturmgewehr. Trotzdem eine coole Waffe, aber von der Maschinenpistolenklasse her die schlechteste Maschinenpistole, finde ich. Und leider kein Agentenmod. So hat man viele Aussätze für erhöhten Waffenschaden, aber man hat keine richtigen Vorteile dadurch. Ich denke mal, in Call of Duty BO4 werden ja noch weitere Waffen reinkommen. Und ich vermute auch mal, Agentenmod-Fähigkeiten werden noch angepasst weiterhin. Vielleicht kommen nochmal neue DLC-Waffen rein mit neuen Fähigkeiten. Unter anderem haben wir jetzt auch bei der 9mm die Akimbo-Fähigkeit bekommen. Deswegen vermute ich mal, in BO4 könnten noch durch Updates Agentenmod-Fähigkeiten reinkommen für ICR, KN, MX9 und Q. Wäre auf jeden Fall richtig geil, unter anderem bei der Paladin mit einer reinen One-Hit-Waffe. Oder halt für die MX9 nochmal erhöhte Waffenschaden, dass ihr daraus ein Sturmgewehr bauen könntet. Wäre natürlich auch eine gute Idee. Und ich vermute mal, das werden die Entwickler vielleicht noch machen. Weil einige Agentenmod-Fähigkeiten kamen noch mit rein. Neue DLC-Waffen wurden geplant, die noch bald reinkommen könnten. Nochmal neue Sturmgewehre, Maschinenpistolen, Schrotflinten und vieles weitere mehr. Und ich denke mal, viele coole Fähigkeiten warten noch auf uns. Unter anderem vermute ich mal, wir bekommen nochmal ein paar starke Einzelschussgewehre. Leider haben wir im Halbautomatikbereich nicht viele Waffen. Unter anderem die Auger DMR, die sich nicht wirklich lohnt. Auch wenn die einen hohen Waffenschaden hat, das ist manchmal ärgerlich, man muss immer neu triggern. Für einen normalen Mode mit Großkaliber, mit Doppelschuss eine starke Waffe. Bei normalen Gunfight, naja, hat jede andere Waffe einen größeren Vorteil. Ganz ehrlich. Aber ich vermute mal, wir bekommen noch ein paar Triggerwaffen rein. In World War 2 hat man dermaßen viele von den Dingern. In BO4 fehlen uns die Dinger leider. Ich finde auch die STM ist eine gute Sniper Rifle. Und ich vermute mal, die Waffe wird auf jeden Fall auch gerne gespielt, wenn ein paar Leute draufkommen, dass sich andere Waffen auch nochmal lohnen. Naja, ich weiß nicht. An sich Waffensignaturen finde ich gut gemacht, aber ich finde das System in BO4 sehr schlecht.
Weil in Voltor 2 hatten wir durch Kirsten immer wieder neue Waffendesigns, immer neue Waffenvarianten, hatten noch eine Doppel-EP drin oder halt einen kleinen Boost für jeden Kill, den wir gemacht haben. Bei Eevee hatten wir Waffenvarianten mit erhöhten Waffenschaden, neuen Waffendesign, Lackierungen, nochmal spezielle Fähigkeiten und anderen, dass ihr halt hier Laserstrahlen feuern könnt. Eure Waffe hat unbegrenzt Muni, kann sich regenerieren oder keine Ahnung. In AV hat man natürlich bei jeder Waffe Vor- und Nachteile, bedeutet nochmal mehr Waffenschaden, für weniger Genauigkeit, für weniger Waffen, Reichweite und Co. In BO4 fehlt das leider komplett, dafür mehr Signaturwaffen. Gerne mal eure Meinung darüber rein in die Kommentare. Findet ihr das gut oder eher schlecht gemacht? Ich finde das ehrlich gesagt echt unnötig. Schreibt gerne mal eure Meinung rein in die Kommentare. Wenn ihr noch neu auf dem Kanal seid, schaut gerne vorbei für weitere BO4 Videos und Live-Übertragungen. Natürlich bei weiteren Fragen ist im Video gerne rein auch mit in den Kommentarbereich. Das war's meinerseits, schaut gerne vorbei bei der Playlist und bis zum nächsten Mal.